Der Weg der Heilung. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir lesen heute, die 12 machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Heute darf ich euch den Gedanken zum Evangelium aus Klein-Mariazell in Österreich senden. Im Hintergrund seht ihr den großartigen Reliquienschrein. Alle diese Heiligen haben diese Weisung Jesu ernst genommen, den Wanderstab des Gottvertrauens ergriffen und im Namen Jesu den Menschen Segen und Heil gebracht. Und nun dieser wunderbare Weg der Heilung in 3 Schritten. Erstens die Umkehr. Immer wieder erfahre ich selbst und auch bei vielen anderen Menschen Wunder der Heilung. Gerade dann, wenn es uns gelingt, auf unser eigenes Gutdünken zu verzichten. Alle Ängste, alles Grübeln und Nachsinnen Jesus abzugeben und sich voll Vertrauen mit diesen Gebrechen, mit diesen Beschwerden, mit diesen Leiden in die Arme Jesu zu werfen und voll Vertrauen ihm immer wieder zu sagen: Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Zweitens, die Dämonen austreiben. Gibt es Dämonen überhaupt? Ja, es gibt sie. Und gerade die Mönchsväter der Urkirche haben ihr Wirken aufs Genaueste erforscht und auch erkannt, wie man sie austreiben kann, nämlich mit der Kraft des Wortes Gottes. So haben sie gerade in den 7 Hauptsünden das Wirken der bösen Geister erkannt und entsprechende Worte dagegen angewandt. So haben sie das Wirken der bösen Geister besiegt und die Dämonen ausgetrieben. Auch ich nütze immer wieder gerne Worte Gottes gegen alle schlechten Gedanken, wie zum Beispiel gegen die Gedanken der Angst, der Hoffnungslosigkeit, der Verzagtheit und so weiter. Und darf immer wieder den Sieg Jesu in meinem Leben erfahren. Die Salbung der Kranken mit dem Öl. Ja, die wirkungsvollste Segnung ist die Krankensalbung, wo Jesus selbst durch den Priester den Menschen die Hände auflegt und mit Öl salbt. Hier im Markus-Evangelium hören wir, dass Jesus bereits seine Jünger damit beauftragt hat. Es berührt mich immer wieder mitzuerleben, wie Jesus selbst durch die Krankensalbung die Kranken aufrichtet und ihnen spürbaren Trost verleiht. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef und aller Heiligen, die hier verehrt werden, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Im Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist, und berge euch, eure Familien und eure Lieben, den heiligen Wunden Jesu und der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile, stärke
und schütze euch, der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.